Es ist 19 Uhr. Herzlich willkommen hier zum 69. Mal in Königsbrunn, in der größten Stadt im Landkreis Augsburg. Schön, dass ihr alle da seid heute. 2 Stunden zusammen mit dem Dialogforum Augsburg, dass wir hier herzlich willkommen heißen mit Gerhard Schmid, mit Dr. Gerald Marimon und mit Dr. Thomas Jahn. Herzlich willkommen dem Dialogforum Augsburg. Und auch ein herzliches Willkommen an unsere Polizei aus Bovingen. Und hier auch der Hinweis zu unserem Auflagenbescheid. Wir haben hier keine Maskenpflicht, aber bitte die Abstände von 1,5 Metern einhalten für alle, die nicht aus einem Haushalt kommen oder nicht in einer Lebensgemeinschaft sind. Bitte 1,5 Meter Abstand. Uns gehört die ganze geteerte Fläche. Dehnt euch aus, macht euch breit und bewegt euch für die nächsten 2 Stunden, damit ihr keine kalten Füße bekommt. Zum 69. Mal heißt es heute, es ist Mittwoch. Die Wahlen sind vorbei. Die Politik führt Sondierungsgespräche. Der Herr Söder hat Jamaika-Koalition schon durchgewunken. Doch die Ampel, Laschet, glaubt noch an seinen positiven Sieg. Eigentlich könnt ihr euch das alles sparen. Es ist egal, wer da oben hinkommt. Denn die Fäden zieht ganz jemand anderes. Das Bayerische Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die im März 2020 auferlegte Ausgangssperre nicht rechtskräftig war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Herr Söder äußerte sich heute dazu nicht und ließ das Gesundheitsministerium antworten. Dort sagte man, man werde den Beschluss genau prüfen und schließt eine Revision nicht aus. Die bayerische Staatsregierung hat nun 4 Wochen Zeit, um sich zu entscheiden, ob der Rechtsstreit am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weitergeführt wird. 4 Wochen Zeit. 4 Wochen. Heute haben wir den 6., dann ist der 6. November. Das heißt, da ist der Landtag abberufen schon vorbei. Landtag abberufen vom 14. bis zum 27. Oktober besteht in Bayern die Möglichkeit, mit seiner Unterschrift den Landtag abzuberufen. Dazu sind 1 Million Stimmen in diesem Zeitraum notwendig. Ein herzliches Dank an die Stadt Königsbrunn, die das nicht nur, wie es vorgeschrieben ist, auf der Homepage angibt und auch die Öffnungszeiten, sondern heute auch auf Facebook veröffentlicht hat. Dazu der Link, wann das Bürgerbüro oder das Ordnungsamt zum Unterschreiben denn geöffnet hat. Es müssen auch Wochenendtage dabei sein. Und es ist heute auf Facebook der Stadt Königsbrunn auch zu lesen. Liebe Frau Weber, vielleicht nehmen Sie sich da mal ein Beispiel dran und verstecken es nicht auf Ihrer Homepage. Es sind endlich unsere Banner angekommen. Wir haben Banner gesponsert bekommen. Wir haben auch jetzt unsere Flyer, die könnt ihr da vorne mitnehmen. Es wissen immer noch viel zu wenige, dass es dieses Volksbegehren gibt und deswegen informieren wir. Und es ist ganz, ganz wichtig. Nehmt euch ein Banner mit, wer eins möchte, dann bitte hier zu den 2 Damen da von euch vorne links hingehen. Da bekommt ihr ein Banner, macht eure Balkone, eure Garagentore, macht mit diesen Plakaten an euren Autos, macht überall darauf aufmerksam. Auch in den sozialen Medien teilt es, solange sie noch gehen und solange sie noch online sind.
teilt es überall, denn es wissen die wenigsten und die Mainstream-Medien werden das mit Sicherheit nicht unterstützen und auch nicht informieren. Und deswegen müssen wir es tun. Aber bitte an keine öffentlichen Flächen, weil das ist verboten, es sei denn, ihr macht euch im Ordnungsamt, lasst ihr euch eine Genehmigung dafür geben. Ansonsten bitte nicht an öffentlichen Flächen. Aber jeder hat einen Zaun, eine Hecke, ein Garagentor, einen Balkon, ein Dach, egal. Alles muss vollgepflastert werden, damit das Volk in Bayern einfach weiß, dass es dieses Volksbegehren gibt. Und auch das wird jetzt angeprangert. Es ist trotz allem demokratisch, es steht in der Bayerischen Verfassung. Und man kann ganz demokratisch den Bayerischen Landtag abberufen. Wenn 1 Million Stimmen erreicht sind, hat der Bayerische Landtag 6 Wochen Zeit, selbst die Stühle zu räumen. Wenn das nicht gemacht wird, dann gibt es einen Volksentscheid. Das ist dann wie ein Wahlsonntag. Jeder Bürger kriegt die Wahlkarte und kann dann ein Ja oder ein Nein ankreuzen und erreicht dann die einfache Mehrheit. Wir stehen heute hier etwas anders wie sonst, zum ersten Mal auf einem Hänger, weil letzte Woche hat es ziemlich geregnet und wir heute ja auch einen Ehrengast haben und den wollten wir nicht im Regen stehen lassen. Ein herzliches Dank an den Vermietservice Bastian Beck aus Wertingen. Vielen, vielen Dank, der uns diesen Hänger hier zur Verfügung gestellt hat und hier rausgefahren ist und aufgestellt hat. Vielen Dank, lieber Bastian. Wer kennt Hallo Meinung? Hallo Meinung ist ein vom Bauunternehmer Peter Weber im Jahr 2019 gegründetes Meinungsportal im Internet, dem wegen seiner Positionierung im rechten Spektrum Ende Juli 2020 die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Das sind die ersten Sätze, die man lesen kann im Internet, wenn man danach googelt. Wenn man nicht in Google sucht, dann kommen schönere Sätze, wie zum Beispiel: Hallo Meinung sieht sich selbst als parteineutrales Sprachrohr der Bürger, die sich von der aktuellen Politik nicht mehr berücksichtigt fühlen. Ziel ist laut Eigenaussage ein Austausch verschiedener Meinungen und dies ohne Schubladendenken. Besonderes Ziel ist es, Gespräche mit Menschen verschiedener politischer Einstellungen in einer angenehmen Diskussionskultur herzustellen. In den sozialen Medien ist Hallo Meinung beispielsweise auch auf YouTube, auf Facebook präsent, macht Gesprächsrunden, richtet Events aus und viele Interviews werden geführt. Dabei kommen auch oft Personen zu Wort, die in der breiten Öffentlichkeit einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Dazu zählen zum Beispiel der Schauspieler Uwe Steimle, der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Fußballer Thomas Berthold, der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, der Politikwissenschaftler Werner Patzelt und viele weitere Menschen aus Politik und Gesellschaft. Und es ist uns eine ganz große Ehre, ihn heute bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Peter Weber. Ja, vielen Dank. Ich muss, bevor ich mich vorstelle, es wurde ja schon gemacht, sagen, ich bin begeistert und ich fühle mich nicht als Ehrengast, sondern ich fühle mich als jemand wie von Ihnen oder wie von euch. Und das ist letztlich unsere Stärke und ich merke, wenn wir uns abends versammeln und wenn Menschen diese Veranstaltung ausrichten und sie kommen abends, dann verdient es Bewunderung und dann haben Sie diesen Applaus verdient und ich bin sehr gerne hier nach Königsbrunn gekommen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ihr habt auch das Recht, oder Sie haben auch das Recht, mich kennenzulernen und zu sagen, wer ist denn das? Ich bin Jahrgang 53, bin in Leipzig geboren, bin mit 4 Jahren mit meinen Eltern nach West-Berlin, also ein Flüchtlingskind, unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und in Berlin schon immer ja, mit Menschen ausgekommen, verschiedenster Kulturen, hab dann 10 Jahre im Ausland gearbeitet und hab am 1. Oktober 1982 meine Firma gegründet.
und führe sie seit 39 Jahren als Firmengruppe uneingeschränkt fort. Bin also hier Steuerzahler und habe Mitarbeiter beschäftigt. Ja, wie komme ich nun dazu, so ein Medienportal zu gründen als Bauunternehmer und eigentlich fremd der Medienbranche? Ich bin 2018 aus dem Urlaub zurückgekommen mit Freunden und es haben keine Kneipengespräche stattgefunden, denn jedes Gespräch ging irgendwo, das kann man ja nicht sagen oder das meine ich ja nicht so. Wahrscheinlich werden sich viele von Ihnen jetzt wiedererkennen, die irgendwo sagen, naja, das geht mir eigentlich genauso, das kann ich ja nicht sagen, A, in meinem Job, B, in meinem Auftragsverhältnis. Naja gut, und dann bin ich mit einem Video ins Netz gegangen, das war im September 2018 als völliger Newcomer und habe gesagt, Deutschland September 2018. Und ich habe so gedacht, das war an Samstag vielleicht so, dass 300-400 Leute sich das anschauen. Am Sonntag ruft mich jemand an und sagt, du hast 467.000 Leute, die sich angeschaut haben. Ich habe gedacht, naja, Sie können sich vorstellen, ich habe gedacht, der macht Blödsinn. Und nach einer Woche waren es 2,5 Millionen. Und das hat also gezeigt, dass wir genau den Nerv der Zeit getroffen haben. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages in einem Land aufwache, wo ich mit einer bürgerlichen Meinung, wo ich nicht mich in irgendwelcher Form verbal radikalisiert hätte oder habe, dass ich sage, Moment, das sind Meinungen, die grenzen wir aus. Aber dazu komme ich noch. Jedenfalls hat es dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt müssen wir etwas tun und Gottlob haben wir die Verbindung, die Möglichkeiten und ich habe eine Mediengesellschaft ins Leben gerufen, die nennt sich Hallo Meinung. Und wir haben zunächst mal das Thema Gemeinnützigkeit gehabt und dann, meine Damen und Herren, hat sich in Nürnberg eine Organisation, die gibt schon länger, die nennt sich Allianz gegen Rechtsextremismus. Und wenn Sie dahinter schauen, da steckt der DGB dahinter, einige DGB-Vertreter. Ich habe nichts gegen die Gewerkschaften, lassen wir uns richtig verstehen, die sind notwendig. Aber DGB-Vertreter, und die haben in ihrem Konterfei drin, der DGB ist Partner der Antifa. Und so hat es das Finanzamt, so hat es die Nürnberger Nachrichten übernommen, und so funktioniert heute die Presse. Ja, und meine Damen und Herren, ich muss eines sagen, das, was wir erlebt haben, Sie werden alle zu oft jetzt gehört haben, es ist alternativlos. Ich muss noch eins einflechten, ich muss auch die Polizei begrüßen, die sich außerordentlich nett verhalten haben und ich denke, das verdient einen Beifall. So wünsche ich mir ein Zusammenwirken, dass man miteinander redet, dass man den Diskurs geht, ohne dass man den anderen unterbricht oder in irgendwelcher Form von vornherein stigmatisiert. Aber meine Damen und Herren, lassen Sie sich Folgendes sagen. Die jetzige Situation, Thema alternativlos. Und wenn ich heute hier stehe, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und liberal. Alternativlos, wenn Sie sich überlegen, 2008 Banken, wir sind nicht gefragt worden. Die Großen sind gerettet worden. Wir haben dann das Thema Griechenland gehabt. Ich habe sehr viele griechische Freunde. Wir müssen unterscheiden zwischen den Menschen, die dort leben und der Politik, die gemacht wird. Griechenland muss gerettet werden. Wenn wir uns dann anschauen, 2015... Wir sind nicht gefragt worden. Wir sind nicht gefragt worden. Und ganz ehrlich, wir können es den Menschen ja nicht verdenken, wenn eine Kanzlerin ein Selfie macht und die Menschen sagen, Moment, da ist eines der stärksten Länder oder das stärkste Land in Europa und da können wir alle kommen. Wenn Sie sich bitte Corona anschauen, das ist ja schleichend gewesen, dass man gesagt hat, Dinge, wenn Sie sich einfach überlegen, Lohnfortzahlung bei Nicht-Geimpften im Falle einer Quarantäne, keine Lohnfortzahlung. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn ich vor... Stellen Sie bitte vor, wenn ich vor 2 Jahren hier gestanden hätte und hätte gesagt, ich bin Arbeitgeber und bei mir gibt es keine Lohnfortzahlung bei einem Virus, wenn sich jemand nicht impfen lässt und wenn der mit einer Kontaktperson zusammen war. Ich glaube, dann wäre das Thema heute Abend beendet gewesen. Richtigerweise. Wenn Sie sich anschauen, wir haben eine Kanzlerin, die hat gesagt, solange ich lebe, wird es keine Schuldenunion geben. Wissen Sie, was das Schlimme ist? Dass viele Menschen sagen, was geht's denn mich an? Und das ist genau der Fehler. Und deshalb freue ich mich, wie viele Menschen heute Abend da sind und wie die Organisatoren das machen. Es geht uns alle an. Denn wir haben alle dafür gekämpft, dass wir diesen Status in diesem Land haben. Und nochmal, ich bin für Europa. Aber was jetzt hier geschieht, das heißt also, wir haben kein Mitspracherecht gehabt. Und ich komme noch zu dem Thema alternativlos. Was wir jetzt hören, es streckt sich ja weiter fort. Es ist ja nicht bloß Corona, sondern wir haben ja jetzt, kommt ja das Thema Klima. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das Thema Klima spielt eine zentrale Rolle.
Aber wenn Sie sich anschauen, wir gehen davon aus, Deutschland 83 Millionen Menschen. Wir haben auf der Welt ca. 8 Milliarden Menschen. Wir gehen in Richtung 8 Milliarden. Wenn Sie sich das geografisch anschauen, Deutschland und die Menschen auf der Welt, dann wissen wir, wenn wir in Hamburg oder in Berlin oder in Nürnberg eine Straße für Diesel sperren, dann richten wir relativ viel aus. Meine Damen und Herren, wir erleben im Augenblick das Thema Klima. Ich sagte es, ich glaube, dass viel, wenn wir die Menschen im Berchtesgadener Land, wenn wir die Menschen im Ahrtal, wenn wir die Menschen erleben in Nordrhein-Westfalen, die vor dem Nichts stehen, teils jetzt noch keine Hilfe angekommen ist. Das Thema Klima ist ja im Wahlkampf hoch 3 behandelt worden. Ein wichtiges Thema. Aber für mein Dafürhalten lenkt es von einem ab. Und zwar von dem Thema Katastrophenschutz. Wir haben eines über Jahre hinweg versäumt. Und glauben Sie mir, ich bin seit 40 Jahren in der Branche. Wenn ich mir anschaue, wie Infrastrukturen ausschauen, Kanalisationen, wie Neubaugebiete ausgewiesen werden, bloß das gebaut werden kann, da liegt der Fehler drin. Und es wird abgelenkt, Klimaschutz ist wichtig, aber Katastrophenschutz steht im Vordergrund. Denn wir werden eines, Entschuldigung, selbst wenn wir CO2-neutral werden, wir werden eines nicht verhindern. Wenn Sie sich Länder anschauen wie die Vereinigten Staaten, wie China, wie Indien, wie Afrika, insbesondere Nigeria, erleben wir dort einen Schadstoffausstoß, der nicht innerhalb von 2 Jahren zu verhindern ist. Das sind Länder, die wollen am Wohlstand teilnehmen. Also hier ist es ein globales Problem und lenkt von den eigentlichen Geschehnissen ab. Ich habe auch eines erlebt. Wir leben in einem Land der Entwöhnung. Entwöhnung, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, unsere Sprache. Wenn ich mir die Tagesschau anschaue und es heißt, die TerroristInnen, da muss ich ja irgendwo sein, die gestattet mir, die ticken ja nicht richtig. Also, wir sollen Abschied von unserer Geschichte nehmen und unsere Geschichte, Gottlob, erstreckt sich nicht bloß von 33 bis 45. Wir sollen Abschied nehmen von Kultur und Heimat. Ich erinnere mich an ein Interview und meine Damen und Herren, ich führe Interviews mit allen Menschen. Ich habe CDU, CSU, SPD eingeladen. Bloß die Menschen, die reden hinter den Kulissen mit mir. Weil sie sagen, wir können nicht so nach außen. Ich habe Interviews erlebt, da haben Menschen von Heimat und Kultur gesprochen. ZDF Morgenmagazin vor der Wahl, da ist von Heimat und Kultur gesprochen worden, da ist gesagt worden, das ist mal wieder typisch. Und ich will mal sagen, eines bin ich stolz, meine Eltern liegen nicht weit begraben von meinem Geschäftsort entfernt, meine Großeltern. Ich bin stolz auf dieses Land, weiß sehr wohl, was von 33 bis 45 los war, keine Frage. Das will ich nicht in Abrede stellen und ich verabscheue diese Zeit und Menschen, die meinen, mit Symbolen oder Aussagen diese Zeit noch glorifizieren zu müssen. Aber ich bin stolz auf dieses Land und insbesondere, was wir nach 45 geschaffen haben. Und das sollten wir uns von niemandem kaputt machen lassen. Wissen Sie, und das ist die Thematik, ich habe mit Hans-Georg Maaßen habe ich einen Film gedreht, 2 gegen den Strom. Hans-Georg Maaßen musste ja seinen Posten räumen, seinerzeit in Chemnitz, die meisten werden sich erinnern, da hieß es, es haben Hetzjagden stattgefunden. Es haben in Chemnitz keine Hetzjagden stattgefunden. Maaßen wurde letztlich den Regierenden zu gefährlich. Und wir haben uns oft darüber unterhalten und er sagt auch, dieses Stigmatisieren nach rechts, aber das ist das Thema, beschmeiß jemand mit Dreck und schon musst du nicht mehr argumentieren. Und das ist etwas, das sollte sich niemand mehr von Ihnen gefallen lassen. Meine Damen und Herren, hinzu kommen Namen, Straßen und Plätze. Apotheke, Cafés und Restaurants. Also ich halte das für einen absoluten Wahnsinn. Und wenn ich mit Menschen rede, andere Herkunft, andere geschlechtlichen Einstellung, andere Hautfarbe, die meisten wollen das gar nicht. Es sind immer bloß ein bestimmter Typus, die sagen, Moment, ich will nicht, dass es eine Mohrenapotheke gibt.
Und das halte ich für einen Wahnsinn. Es hat doch mit Rassismus, fängt doch nicht damit an, ob es eine Mohrenapotheke gibt. Wenn es einen Irren gibt, der meint, das in irgendwelcher Form verurteilen zu müssen oder gar diese Menschen anzugreifen, glaubt denn wirklich einer im Ernst, wenn die Apotheke umbenannt wird, dass das dann nicht mehr der Fall ist? Es ist ja, so wird es nämlich sein. Aber lassen Sie mich so sagen, wir sollten die Deutungshoheit dessen, was wir meinen, sollten wir nicht anderen überlassen. Deutschland ist und bleibt ein gastfreundliches Land, aber glauben Sie mir, ich habe jahrelang im Ausland gearbeitet. Ich habe mich immer nach den Verhaltensmustern derer gerichtet, die in dem Land leben. Und das habe ich sehr gerne getan. Das heißt nicht, dass ich jetzt gänzlich dann daneben lag mit meiner Kultur und meinen Einstellungen. Aber ich bin der Meinung, wir sollten schon in einer Form, da sagen, respektvoll miteinander umgehen und wir sollten uns nicht aufgeben. Und das ist ein Aspekt, das hat nichts mit Rassismus zu tun, ist meine persönliche Überzeugung. Aber wenn wir jetzt im Augenblick, und es wurde ja gesagt, wir haben die Sondierungsverhandlungen, wenn wir einen vermeintlichen Außenminister haben, der gesagt hat, letztlich ist für ihn Heimat oder Heimatland, spät für ihn, ich will das Wort nicht aussprechen, steht nicht zur Debatte, dann ist es eigentlich schade für dieses Land und dass Menschen hier leben können und Deutschland ist und bleibt ein weltoffenes Land. Wenn Sie sich bitte anschauen, wir haben jetzt 16 Jahre Angela Merkel. Wir haben, und im Baubereich ist es so, wir sprechen von Reparaturstau. Dieses Land hat einen Reparaturstau von nie dagewesener Größenordnung. Das geht in eine Größenordnung, das sind Milliarden, die wir unseren Kindes- und Kindeskindern auferlegen. Und wenn wir uns das anschauen, dass ich dann sage, wir überlassen die Reparatur, überlassen wir Menschen, junge Menschen sollen ihre Meinung sagen, die sollen auch mitbestimmen können. Aber wenn ich sehe, probiert mal jemand von Ihnen, mit Frau Merkel oder mit Frau von der Leyen zu sprechen. Einer Greta Thunberg funktioniert. Die wird empfangen. Und eine Greta Thunberg, die kann auch anstandslos sagen, Deutschland ist ein Klimaschockenland. Und das sind Dinge, da muss ich eines sagen, dann haben wir Politiker, die letztlich schwach sind und den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und nochmal, junge Leute sollen ihre Meinung sagen, keine Frage, aber sich gänzlich nicht Regierungsorganisationen hinzugeben, ist etwas Gefährliches und glauben Sie mir, wir haben sehr viel Herausforderungen für die kommenden Jahre und da braucht es Mut und Veränderung und dieser Mut und Veränderung, den erkenne ich im Augenblick nicht und dazu komme ich noch bei den Protagonisten, die im Augenblick in der Politik vorhanden sind. Wir brauchen Veränderung, es muss mit Maß und Ziel geschehen. Wenn Sie sich bitte anschauen, wir haben ja, Augsburg ist ja ein industrieträchtige Gegend. Wir haben hier KUKA, wir haben MAN. Ich war übrigens 5 Jahre bei der MAN am Anfang meiner Tätigkeit. Wir haben jetzt bei uns das Thema Verbrennungsmotor, das Thema CO2-Neutralität. Sie möchten sich das Paradoxum vorstellen. Bei uns im Nürnberger Land gibt es die Bolta-Werke. Das sind Zuliefererwerke für die Automobilindustrie. Die haben 1000 Beschäftigte. Wenn Sie sich den Landstrich anschauen, da haben Grüne und SPD über 50%. Diese Woche stand in der Zeitung, letzte Woche stand in der Zeitung, Bolta-Werke Insolvenz, 1000 Beschäftigte. Wir sind da frage ich mich, da merkt ihr nicht, dass wir mit Maß und Ziel arbeiten müssen, denn wir geben wirklich etwas auf. Wir sind heute aus Nürnberg hergefahren, wir haben sicherlich den saubersten Verbrennungsmotor, den es je gab. Dass wir andere Mobilitätskonzepte brauchen, ist doch keine Frage. Aber was glaubt denn jemand mit den 48 Millionen Autos, die bei uns laufen, wo die dann laufen? Die werden dann nicht verschrottet. Die laufen dann irgendwo anders. Bloß wir können nicht sehenden Auges den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Ich habe vor der Wahl, hatte ich oft Gespräche, ich sage jetzt, wie es ist, mit CDU und CSU, Abgeordneten, also beiden, also auch. Und dort war es so, ich habe gesagt, wann fangen wir mal endlich an, hier ein bisschen im eigenen Reihen mal ein bisschen Dampf zu machen. Da ist mir immer gesagt worden, wir wollen unser Mandat behalten, wir wollen es nicht verlieren, deshalb werden wir erst nach der Wahl. Und soll ich Ihnen was sagen, was passiert ist? Alle diese Leute, die gewartet haben, haben größtenteils ihr Mandat nicht mehr erhalten. Und da muss ich sagen, sie waren zu feige.
waren wirklich zu feiern. Da gibt es zig Leute, das ist... Wir haben Gespräche geführt und auch jetzt im Nachhinein noch, und da wurde gesagt, ja, ich hab doch opponiert, ich bin doch aufgestanden, allerdings nur intern. Ja, das nützt relativ wenig. So, und wenn wir das sehen, wir haben also jetzt eine größtenteils, bitte nicht alle, aber größtenteils, wir haben eine Politikerlandschaft, wo ich sage, mir fehlt der Charakter, deshalb kann ich nicht in die Politik gehen. Mit dem Charakter fehlt das Rückgrat und mir fehlt der Arsch in der Hose. Der Arsch in der Hose ist richtig. Meine Damen und Herren, es fehlt an Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und das Ganze zur Wiedererlangung des Mandats. Man muss mit offenen Karten spielen, das wird nicht getan. Ich frage oft Leute, ja sag mal, warum bist du nicht in die Politik gegangen? Ja, ganz einfach, ich musste mir entscheiden, führe ich meinen Betrieb? Es geht Ihnen doch genauso. Wenn Sie jetzt angestellt sind oder am Handwerksbetrieb, sagen, wenn das schief geht, kann ich doch gar nicht mehr zurückgehen. Und das ist genau die Problematik, die wir haben, dass wir ein gewisses Klientel in der Politik haben, bitte nicht alle, aber ein gewisses Klientel in der Politik, wo ich sage, vom Typus alles genau dasselbe. Wenn du denen eine Frage stellst, ist es einfach so, die fragst, wie spät es ist, die erklären dann, wie eine Uhr funktioniert. Es ist also, komme nicht zum Inhalt. Und meine Damen und Herren, die vierte Kraft im Land, die hat versagt. Wir haben früher, wir erinnern uns, ich habe lange Zeit in Rottach-Egern gelebt, nicht weit weg von Franz Josef Strauß. Und die vierte Kraft, wir erinnern uns, Spiegel, Staffhalter-Affäre. Wir erinnern uns, als Affären aufgedeckt wurden. Es waren Rücktritte. Erinnern sich, Lothar Späth musste zurücktreten, weil er mit einem Learjet geflogen ist von einem Industriellen. Das wäre heute überhaupt keine Nachricht mehr. Es interessiert keinen mehr. Meine Damen und Herren, wir haben Kanzlerkandidaten, Ladies First, wo man sagt, naja, mit dem Lebenslauf hat es nicht ganz so ernst genommen. Wir haben einen CDU-Kanzlerkandidaten, der Sohn ist Influencer, also ist im Internet unterwegs, macht mit Verlag Geschäfte ohne Ausschreibung 48 Millionen. Ein Schelm, wer meint, da wären Provisionen geflossen. Also ganz ehrlich, wenn Verlag 48 Millionen Auftrag gibt, wer kommt mal auf die Idee, dass da eine Provision geflossen ist für den Sohn? Nie. Und wir haben einen Olaf Scholz. Wir hatten das Vergnügen, mit Kai Gottschalk Interviews zu führen. Das war der Vorsitzende Wirecard-Ausschuss. Und Olaf Scholz ist der Verantwortliche gewesen vom Bundesfinanzministerium für die BaFin in München. Und ich weiß, wir hatten bis Dezember letzten Jahres eine Bankenzulassung, was es heißt, mit der BaFin zusammenzuarbeiten. Wir haben bei uns eine Eigenkapitalquote von 90%. Die sind jeden Cent nachgegangen. Die Wirecard hat 20 Milliarden Anlagevermögen kaputt gemacht. Scholz, keine Konsequenzen. Es ist letztlich so, wenn Sie sich anschauen, es gibt ja das Geldwäschegesetz. Jeder von Ihnen, der mal eine Immobilie gekauft hat, wird gesagt, wo kommt das Eigenkapital her? Sie müssen es nachweisen. Das ist die FIO in Köln. Sie müssen sich vorstellen, ein Verantwortlicher ist Olaf Scholz. Der Olaf Scholz, die Behörde existiert seit 3 Jahren. Der Verantwortliche in Köln ist der Herr Schulte. Die haben sich in Berlin nach 3 Jahren das erste Mal getroffen. Der ist vom Vorsitzenden des Ausschusses gefragt worden, waren Sie schon mal in der Behörde, Herr Scholz? Nee, noch nie. Und das sind Dinge, da muss sich doch jeder Bürger fragen und Unternehmer, Moment mal, ich werde zur Rechenschaft gezogen. Die Kassiererin, die eine Flasche nicht abrechnet, die wird rausgeschmissen. Jemand, der dort Pensionen hat, nach einem Jahr von 1100 Euro, das heißt also nach 4 Jahren 4400 Euro Pension, der bleibt unbehelligt. Und meine Damen und Herren, das ist genau der Punkt, wo wir der Souverän sind, das Volk, und müssen sagen, nee, das können wir uns nicht mehr bieten lassen. Wenn wir uns jetzt fragen, wie ist denn die ganze Blase entstanden? Relativ einfach. Ich habe jetzt 2 Jahre lang hinter die Kulissen geschaut, die Länderparlamente, der Bundestag. Und wenn ich dann schaue, wie geht denn Politik und Presse miteinander um? So, mein Gott, die sind ja relativ unbehelligt miteinander. Soll heißen, die haben sich in einer Komfortzone eingenistet. Wenn Sie sich die Öffentlich-Rechtlichen anschauen und wenn Sie die Volontäre dort anschauen, bitte, ich will eine große Parteienlandschaft haben. Wir können divers diskutieren, so muss es auch sein, im Diskurs gehen.
Aber wenn ich mir anschaue, dass 90% der Volontäre bei dem Öffentlich-Rechtlichen und beim Deutschlandfunk, dass die links-grün sind, das ist ein Moment, dann haben wir doch eine einseitige Ausrichtung. Und wenn ich mir früher überlege, glauben Sie mir, wenn wir früher Stadtrats- oder Gemeinderatssitzungen hatten, wir haben gestritten um die Sache. Und da hat man danach gesagt, jetzt wird das Beste für uns herausgeholt, jeder muss mal ein bisschen was dazugeben. Heute wird dogmatisiert auf Feindesebene, dann schaltet sich die Presse noch ein. Es macht in vielen Bereichen keinen Spaß. Und jetzt will ich Ihnen noch was sagen. Wenn sich die Bundesregierung, die neue Bundesregierung hinstellt und sagt, wir brauchen 400.000 Sozialwohnungen im Jahr. Na okay, das ist doch in Ordnung. Aber ich frage Sie ganz ehrlich, die Kosten, die Baukosten sind gestiegen, exorbitant. Viele werden das wissen, die sich für eine Wohnung, Haus oder was interessieren. Wir haben kein Material und vor allen Dingen, wissen Sie, was ist? Wir haben auch keine Leute. Ich bin stolz auf die Leute aus dem Ostblock, die zu uns kommen. Ohne die, wir machen Großbaustellen. Und jetzt werden zwei dieses Jahr und nächstes Jahr fertig, also große Objekte. Hotels, Kliniken und Kongresszentren und ein paar hundert Wohnungen. Ohne die Menschen aus dem Ostblock können die nicht mehr bauen. Bin stolz, dass die da sind. Die werden aber auch so behandelt bei uns, Sie können mir eins glauben, wir waren im Monitor, bei Monitor kennt jeder von euch. Georg Kressle, wenn wir unsere Arbeitnehmer schlecht behandeln würden, wenn wir unsere Baustellen schlecht machen würden, die hätten uns zerrissen. War aber nicht der Fall. Also ich bin stolz darauf, A, die Mitarbeiter zu haben und dass wir so mitarbeiten. Aber das Nächste ist, dass man einfach sagt, Moment, die Wohnung als solche, 400.000 Wohnungen, Mitarbeiter sind nicht vorhanden und jetzt kommt das Nächste. Wissen Sie, was mit unseren Behörden los ist? Die sind zusammengespart worden bis zum geht nicht mehr. Und das sind solche Fantasten, die das erzählen. Und wenn Sie einer hinstellen und sagt, wir bauen 400.000 Wohnungen in den nächsten Jahren. Ich sage, passen Sie mal auf, wir gehen mal zum Bauamt, wie die besetzt sind. Bei uns im Nürnberger Land ist das Bauamt, die Bauamtsleiterin, ist eine 32-jährige Juristin. Wissen Sie, was das bedeutet? Die geht nicht nach dem Plausiblen, nach dem Pragmatischen. Die geht genau nach der Gesetzgebung und sagt, dann, aber das Ding, und dann müssen Sie so und so. Das waren früher Sachen, man konnte nicht aufgrund der Sicherheit und Brandsicherheit, keine Frage. Aber heute sehen Sie sich Leuten gegenüber, die letztlich dafür sorgen, dass wir so einen Stau haben. Und das wird, und darüber müssen wir uns im Klaren sein, da kann nur kommen, wer will. Dieses kaputt gespart, Feuer, Polizei, Krankenhäuser, das, wir haben ja sowieso, wir haben kein Gesundheitswesen, wir haben ein Krankheitswesen, wenn Sie sich das anschauen. Wir haben es kaputt gespart. Meine Damen und Herren, das war auch der Grund, dass ich Hallo Meinung gegründet habe, weil ich sage, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Und viele finden sich nicht mehr wieder. Und es ist so perfide, ich muss die Möglichkeit haben, meine Meinung zu sagen. Und nur dieser Diskurs bringt uns weiter und hat uns in der Nachkriegszeit und viele Jahrzehnte so getragen. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wissen Sie, von wem ich enttäuscht bin? Von den Kirchen. Ich bin von den Kirchen enttäuscht. Ich meine, man muss sich mal bitte vorstellen, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn ihm die Selbstbestimmung genommen wird, körperliche Übergriffe, sexueller Natur. Nehmen wir mal Wölki, Köln. Der wird vom Papst, der kriegt jetzt mal 3 Monate Urlaub, dass er ein bisschen von der Bildfläche verschwindet. Was hat denn das mit Kirche zu tun? Ich muss Ihnen sagen, ich bin vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, wenn Sie sagen, warum. Ich gebe mein Geld. Ich unterstütze Menschen und Organisationen, wo das Geld direkt ankommt. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da ist mir die Herkunft, die Hautfarbe und die Religion ist mir völlig wurscht. Den Menschen wird geholfen und nicht, dass ich sage, die haben einen Verwaltungsapparat, wo das Thema Bedford Strom, der hat seinen Chauffeur, der hat seine Haushälterin, da entstehen im Monat mal 20.000 Euro Kosten. Keine Frage, wir müssen Menschen helfen. Aber ich sage mal, die Menschen, die hier ihre Leistung bringen, ihre Leistung gebracht haben, das ist auch die Rolle der Kirche, um zu sagen, wir müssen uns einen und nicht, dass wir uns trennen. Wir haben es ja vorhin gehört, wir leben ja immer noch in Corona-Zeiten und erleben ja hier, wie sich gedreht und gewendet wird. Ist ja auch schön, dass wir einen Präsidenten vom Bundesverfassungsgericht haben, Stefan Habert, der mit... Passt ja. Ne? Also Merkel 2013 Wahlkampf gemacht.
Wir haben ja Juristen hier. Es gibt ja einen Professor Moritz, der in Freiburg ist. Eilanträge gibt es nicht mehr. Seitdem Habert da ist, das heißt also Eilanträge für Schnellentscheidungen, Bundesverfassungsgericht, können wir größtenteils vergessen. Und ich muss Ihnen mal eines sagen, Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie eine große Sache am Laufen haben, Landgericht, Oberlandesgericht München, ganz oder jetzt in dem Moment war es ja Verfassungsgericht. Verfassungsgericht, da ging es um die Klage, Thema Thüringen. Man kann, ich bin parteilos, weil ich kann, so 100% überzeugt bin ich eigentlich von keinem. Das ist, ich sage auch noch warum. Aber wenn ich mir anschaue, Thüringen wird eine Wahl rückgängig gemacht. Demokratie ist es nicht. Und da wird dagegen geklagt. Und nochmal, ich bin parteilos, aber ich bin für demokratische Verhältnisse. Und wenn dann, meine Damen und Herren, wenn dann 14 Tage vor dem Entscheidungsprozess zwei Senats von Merkel eingeladen werden und mit Frau Lambrecht über die Situation dessen, über die juristische Seite diskutiert wird, was hat denn das mit Demokratie zu tun? Jetzt mal, man muss sich vorstellen, Sie haben eine große Sache am Laufen, Bundesverfassungsgericht, laden Sie den Senat mal zum Essen ein. Wird nie funktionieren. Also, mir geht's bitte um das rechtliche Prozedere und nichts anderes. Also die Kirchen haben mich enttäuscht und auch was hier der Fall ist, ich erlebe immer mehr, je mehr ich Einblick nehme, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Da gibt es Stiftungen, es ist zum Beispiel so, wir sind ausgerichtet, das Demokratieförderungsgesetz. Demokratieförderungsgesetz besagt Kampf gegen rechts. Ich bin gegen jegliche Form von Rassismus, geht euch doch genauso. Ich bin gegen Linksextremismus. Ich bin gegen Rechtsextremismus, ich bin gegen Islamismus. Dass Verrückte zu uns kommen und meinen, mit irgendwelchen Situationen die Rechte der Frauen mit Füßen zu treten. Wir haben erlebt, was in Kabul los war. Ich habe selber Freunde bei der 3. Kompanie KSK. Die sind durch den Dreck gezogen worden, ohne Beweise. Das sind Rechte, die halten zusammen, das ist so eine Gefolgschaft. Und muss man sagen, wir haben eine Verteidigungsministerin, der gestehe ich nicht zu, irgendwelche große Kenntnisse zu haben von Bundeswehr oder gerade Spezialeinheiten. Wenn ich mir anschaue, diese Leute wurden durch den Dreck gezogen, sind aber dann nach Kabul geflogen unter Einsatz ihres Lebens für 2.500, 2.600 Euro. Und das sind für mich die wahren Helden, die aufgrund des Versagens der Regierung, die nämlich bis zum letzten Tag gewartet haben, die Menschen dort rausgeholt haben und übrigens richtigerweise die für uns gearbeitet haben. Aber ich frage mich, und wir haben uns mit einem General der Bundeswehr unterhalten, mit General Wundrak, der war General der Luftwaffe, haben wir gesprochen, haben gesagt, sag mal, gibt es bei euch keine Listen vorher, wer rausgeholt werden soll? Er sagte, die Listen existieren politisch schon lange, bloß die Bundesregierung hat geschlafen. Und das muss man sich mal vorstellen. Und unsere Jungs fliegen da runter, die Familien sind zu Hause, die wissen nicht, ob der Väter oder Mütter wieder nach Hause, die Väter wieder nach Hause kommen oder die Söhne wieder nach Hause kommen. Und ich halte das für eine Missachtung, nicht nur der KSK gegenüber, sondern allen Beteiligten, wie wir belogen werden und letztlich betrogen werden. Meine Damen und Herren, seitdem es Hallo Meinung gibt, bemühen wir uns immer. Wir haben uns nie an Verschwörungstheorien beteiligt, das wollen wir nicht. Wenn jemand mich gefragt hat, glaubst du, dass da jemand dahinter steckt, der dann Rockefeller und. Ich sage, da wo Geld im Spiel ist und Macht, Geld und Macht, braucht es gar keine Zusammenspiele. Da wo Geld im Spiel ist und Macht, ergeben sich Dinge von ganz alleine. Das ist eine logische Konsequenz, das war schon immer so. Früher waren es die Kirchen, aber auch Geld im Spiel oder Gold oder Grundbesitz, wie auch immer. Katholische Kirche ist übrigens der größte Grundbesitzer in der Bundesrepublik. Wenn Sie sich bitte anschauen, und das ist gerade das, wofür wir kämpfen. Wir haben in den zwei Jahren bei Hallo Meinung, haben wir eine 250.000 Euro an Anwaltskosten aufwenden müssen. Wir haben, Joachim Steindl wird einigen von euch was sagen, ist einer der besten Medienfachanwälte in dem Bereich. Aber es kann doch nicht sein, um die Meinung zu sagen, dass sie Geld haben muss. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Es muss doch jeder seine Meinung sagen können. Und meine Damen und Herren,
da ging es nicht darum, um irgendwo zu sagen, ja, halt die raus oder das ist. Nee, da geht es um ganz sachliche Darstellung. Und diese sachliche Darstellung, nochmal, dass das so ein Vermögen kostet, hätte ich persönlich mit meinen 68 Jahren nie gedacht, um eine Meinung sagen zu können, die eigentlich im Meinungsbild schon immer so war, dass ich dafür kämpfen muss. Das ist offensichtlich der Fall und immer verstärkter. Meine Damen und Herren, ich hatte vorhin gesagt, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Und eines haben alle Politiker verkannt. Und das Hans-Georg Maaßen hat da deutsch gesprochen. Der sagt, die Politiker sind unsere Angestellten auf Zeit. Nichts anderes. Und wenn Sie heute irgendwo hingehen, hat der Bürgermeister Zeit für uns? Ach, der Herr Landrat. Sagen Sie mal, spannt ihr? Der wird höflich von mir angesprochen, aber ich bin da nicht in seinen Bittsteller. Also, Sie erkennen das, wenn Sie irgendwo zu einer Behörde hingehen. Und da muss ich sagen, es sind bei Weitem nicht alle so. Aber manche, wenn du da hingehst, da sagst du, wieso, wir haben doch Corona. Ich sag, bitte entschuldigen Sie. Wann soll ich kommen? Nächstes Jahr im Sommer? Also, das sind genau die Aspekte, wo ich irgendwo sage, dieses Miteinander. Wir haben ein Ungleichgewicht bekommen im Bereich derjenigen von Behörden, von Ämtern und von Politik. Und im Endeffekt ist es so, es gibt in Deutschland noch circa, ich bin nicht genau, aber circa 18 Millionen Menschen, die den Kessel am Kochen halten. Alle anderen kriegen mittelbar oder unmittelbar vom Staat. Ich finde es gut, dass es Wohngeld gibt. Es soll niemand, dass wir uns da ganz klar verstehen. Aber wenn ich eines sehe, alte Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und die zu stolz sind, zum Amt zu gehen, dann ist das eine Riesenschande, was hier läuft. Meine Damen und Herren, alle, wie wir hier stehen, einschließlich meiner Person, einschließlich meiner Familie, wir sind Bürger, wir sind ja souverän. Wir müssen es ausüben. Aber wir haben es in der Vergangenheit, und ich erlebe das immer wieder, wir haben verschiedene Objekte verpachtet. Ich habe letzten Freitag ein Gespräch gehabt, da sagt die zu mir, die Kunden, die zu uns kommen, die sagen, das betrifft uns ja nicht. Und das ist das Thema der Gleichgültigkeit. Ich meine, eines ist ja Hoffnungsträger, dass Tagesschau und Tagesthemen haben in ihrer Glaubwürdigkeit von ca. 78% auf unter 50% Richtung 40% abgebaut. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Meine Damen und Herren, wenn ich heute Abend hier stehe, appelliere ich an Sie, und das tun Sie. Versuchen Sie, Menschen zu überzeugen, sprechen Sie mit Menschen und vor allen Dingen lassen Sie sich nicht stigmatisieren und mit Dreck bewerfen. Ich bin froh, dass wir heute Abend gekommen sind. Das gibt uns die Kraft. Sie können mir manchmal glauben, wenn Sie 40 Jahre eine Firma haben, dann wäre ich blöd, wenn ich jetzt nicht sagen könnte, okay, das war's. Ich kriege seit 3,5 Jahren Rente, aber glauben Sie mir, ich habe in Hallo Meinung nicht einen Cent rausgenommen. Ich mache das alles aus eigener Initiative, weil ich sage, ich bin Patriot und ich gebe dieses Land nicht auf. Ich möchte dieses Land, so wie es war, weltoffen, diskussionswürdig. Und, meine Damen und Herren, das ist wirklich alternativlos, dass ich sage, wir sind der Souverän und wir stehen auf und Sie sind der beste Beweis dafür. Ich sage danke, dass Sie hier waren, dass Sie mir die Aufmerksamkeit geschenkt haben, und ich bin gerne noch mit hier. Ich bin einer zum Anfassen, also nicht, dass mir einer runterhauen will, aber, aber ich bin da. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.